Was fühlst du gerade? Und was denkst du? Nimm das einfach zur Kenntnis und bewerte bitte nichts. Schau einfach drauf, was fühle ich und was denke ich. Mit einer Meditation beginnt Angela Eilers jedes Waldbad, damit die Teilnehmer ankommen, bei sich und im Wald. Mit so geschärften Sinnen dürfen Saskia, ihr Sohn Sean und ihr Mann Marcel dann langsam weiterschlendern, die Umgebung fühlen, auch unter den Füßen und am Wegrand riechen und auf die vielen verschiedenen Schattierungen des Grüns achten. Denn es geht beim Waldbaden darum, in die Atmosphäre des Waldes einzutauchen. Also ganz spannende Erfahrung für mich gerade, dass ich den Wald jetzt plötzlich ganz anders wahrnehme tatsächlich. Also die Farben viel intensiver, ich rieche anders gerade hier, weil ich einfach meine Sinne gerade total verstärke. Man erlebt eigentlich dieses ganze Waldbaden erst so richtig durch diese langsame Geschwindigkeit. Man hört das Rauschen des Baches, man hört die Vögel. Man wird viel entspannter hierdurch, weil man die Geräusche einfach besser wahrnehmen kann. In Japan ist die heilsame Kraft von Shinrin-yoku, dem Waldbad, längst anerkannt. Angela Eilers nutzt die natürliche Umgebung, hier das Wasser, für kleine Übungen. Stellt euch vor, da ist ein kleiner Wassertropfen und da geht ihr mit euren Augen hinterher von links an euch vorbei und nach rechts unter der Brücke durch. Und wenn ein Tropfen weg ist, dann nehmt ihr von links einen neuen Tropfen und folgt dem wieder. Das kann bewirken, dass mein Herzschlag sich beruhigt. Es kann bewirken, dass ich nachts gut schlafen kann. Das kann aber auch bewirken, dass ich einfach mit mir selber achtsamer werde. Und unter Umständen kann es auch bewirken, dass ich mit dem Wald achtsamer werde und mit dem Wald auch sehr viel sorgsamer umgehe nach dem Waldbaden. Und das war erst der Anfang. Beim nächsten Halt hören sich die drei in die Geräusche des fallenden Wassers hinein. Und dann, auf dem nahegelegenen Damm, schalten sie die Geräusche aus und betrachten den oberen Spiegeltaler Teich mal ganz bewusst. Zurück im Wald darf jeder sich einen Baum aussuchen und ihm auf seine eigene Art begegnen. Konnte den Arbeitsstress ein bisschen vergessen. Hat mir sehr gut getan. Ich fühle mich befreit und ich habe auch so das Gefühl, dass ich entspannt bin und dass auch Spannungen im Körper irgendwo dadurch abgebaut worden sind. Also mir geht's richtig gut. Würdest du es wieder machen? Ich würde es wieder machen. Am Schluss kann jeder noch ein bisschen für sich im Wald sitzen. Vielleicht liegt die heilsame Kraft des Waldbadens ja auch darin zu entdecken, wie einfach man sich hier vom Ballast des Alltags befreien kann.